Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2. Wir sind vor dem Sonnenturm, glaube ich. Wir gehen in den Nebel und vergewissern uns. Er heißt Sonnenturm. Okay. Ja, hier wird's richtig knackig, sage ich euch. Pass auf. Ich zeige euch das. Hier kommen sie nämlich alle direkt ran. Und alles total chaotisch hier. So. Mann, lass mich in Ruhe. Alter, alter Vater. Lass mich in Ruhe. Okay, wir schaffen das. Wir schaffen das, liebe Freunde. So, nee. Kannst du abhaken. Ja, und da kommt der erste Kollege, der uns hier ans Leder will. So, und wir machen Backstep. Der überlebt das sogar. Okay, wir müssen hier irgendwie weg. Trink was, trink was, trink was. Schneller bitte. Und da kommt der Invader hier. Der Kollege. Der uns hier ebenfalls ans Leder will. So. Ja, toll. Einfach mal zwei NPCs plus dieser Affe da, der uns da ans Leder will. Scheiße. Ja, toll. Das wird's. Ach, das ist alles so unfair, ey. Ja. Ach, ich will's ja nicht sagen. Ja, verbeug dich. Unfair war das, du kleiner Ganove. So. Ja, bitte. Ne? Ladebildschirm und weiter geht's. Naja, wie gehabt, es ist unfair wie Sau, was die Leute da teilweise abziehen. Wir schauen jetzt einfach mal, dass wir die Area relativ schnell clearen und auch mal andere Leute dann in raiden können. So, jetzt geht es nämlich ein bisschen besser, jetzt können wir irgendwie reinzuziehen. So. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das hinkriegen. So, zack. Sehr gut. Jetzt haben wir trotzdem wieder einen anderen am Arsch. So, okay. Immerhin ist der große jetzt down. Der Magier. Alles klar. So, das wird, glaube ich, noch ein bisschen haariger hier. Um die Ecke ist noch ein bisschen was. Das wird auch nicht so ganz schön. Da ist eine Ballista. Wir haben jetzt keine Pfeile mehr. Das habe ich vergessen zu kaufen. Scheiße. Ah, so, den können wir so ziehen. Sehr schön. Und dann gucken wir einfach mal. So, hopp, hopp und hopp. Ja, wir machen ganz gut Schaden an sich. Es geht mehr, klar. Aber für den Moment reicht es erstmal. So, den Typen, den kennen wir schon. Den hatten wir, glaube ich, schon. Der, scheiße, in der Art. So, zack. Hinten in den Rücken. Und dann ab dafür. Und dann... Scheiße. Wow, wow, das war knapp. Grad ein... Einer hat da schon gereicht. Gut. Wie kann man den Ring anziehen? Das habe ich jetzt einfach mal so entschieden. Habe ich in der letzten Folge schon mal angekündigt. Wir nehmen den Ring jetzt für hier Glockenturm, Dingenskirchen. Und gucken wir einfach mal, ob wir vielleicht einfach mal ein bisschen PvP machen können. Da kann ich euch mal meine nicht vorhandenen PvP-Künste zeigen. Aber ich denke mal, ich bin schon ein bisschen besser geworden. Ich habe jetzt schon ein bisschen öfter hier PvP gemacht. Aber... Ja, perfekt ist es nicht, also. Das muss man erstmal knallhart sagen. So, ist jetzt das Tor aufgegangen? Das müsste. Warte mal, wir müssen eh hier rüber, ne? Wir gucken mal hier hoch. Da kommt jetzt auch wieder so ein Drecksvieh. Das zeige ich euch gleich. Mit der Dreckswaffe schlechthin. Der da. Mit einer Evelyn. Mit zweifacher Evelyn. Die ist nicht so ganz schön. So. Aber wir lassen nicht mit uns reden. Wir machen direkt fertig. Ich muss bloß noch aufstehen. So. Der lebt noch. Okay. Jetzt aber. 900 Seelen. Das lässt sich sehen, kann man sagen. Jetzt müssen wir echt... Da hinten ist noch ein Item gewesen. Ich gehe erstmal hier hinter gucken, wo die ganzen Items lagen. Und wir müssen ja immer noch ein Auge drauf halten, dass wir nicht invaded werden. So, hier ist ein Item. Einfallspinsel, Gewürz. Müssen wir eigentlich auch mal nutzen, aber ich bin mir noch nicht sicher.
Ah, das war nicht so schön. Jetzt habe ich sie alle drei gezogen. Das ist ein bisschen kacke. Aber die können, doch, die können hier hoch. Ja, sie können hier hoch. Okay, dann machen wir den einen da einzeln. Müssen wir gucken, dass die anderen nicht kommen. Dass wir die nicht noch ziehen. So. Dann machen wir den jetzt einzeln. Scheiße. Dann macht ihr mal mehr hier. Der Kollege. So, jetzt. Und einfach mal ein bisschen warten. Und dann. Pups. Pups. Scheiße. Nein. Gerade noch das Schild hochgekriegt. Wir trinken was. Wir trinken was. Schnell, schnell, beeil dich, Kollege. So. So, er macht noch mehr. Und noch eine. Und jetzt war's das. So. Sehr schön. Die zwei kriegen wir wahrscheinlich auch so. Omas Schild. War das etwa Oma? Man weiß es nicht. Und was mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen wundert, ist, dass wir nicht gerufen werden oder jetzt gerade uns auch keiner invadet. Also normalerweise ist das hier ein bisschen krasser. So, whoops. Ist der geblockt oder was? Probieren Sie mal. Nee, das ist nur so viel. Na gut. So, das war ein bisschen zu viel. Alles klar. Wir müssen tatsächlich mit dem Zeug hier achten. So Einfallspinselgewürz. Dass wir genug Estus noch haben. Weil ich glaube, ein neuer Boss, ein neues Leuchtfeuer kommt jetzt nicht noch. Bin ich mir auch nicht sicher. Ich weiß nicht, ob wir jetzt jedes Mal durch den Sonnenturm müssen. Das kann ich euch gerade nicht verraten. Gut, dann Menschenbild und Triklops Schlangenpastillen. Menschenbild ist sehr gut, da sind wir momentan etwas, ja, nicht so gut besetzt. So. Was steht hier? Scheinbare Wand voraus. Das ist eine eiskalte Lüge. Das habe ich übrigens teilweise in manchen Gebieten gemacht. Einfach mal überall X gedrückt. Das ist eine sehr langwierige Aufgabe, aber naja, was willst du machen, ne? Was willst du machen? So. Eisenschloss. Wie sind wir drin? So, und jetzt sind wir hier oben. Ne? Hat sich voll dermaßen gelohnt. Also im Prinzip nicht. Und gut. Ja, ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Ach komm, ey, dieser Drecks. Müssen wir echt mal gucken, wo wir jetzt hier lang müssen. Da kommen wir jetzt lang. So. Hopp. Komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. So, da gehen sie jetzt nicht drauf, Mann. Ja, toll, ey. Toll. Jo, jo. Alles klar. Liebe Freunde, das war ein Griff in die Lava, wenn man so mal sagen kann. Ach Gott, ey. Ach Gott, ach Gott. 12.000 Seelen. Jetzt müssen wir dann mich quasi nochmal durch. Das ist hundsnervig. Der Boss an sich. Der ist an sich nicht schwer, allerdings halt ein bisschen unfair mitunter. Das ist halt der Nachteil an dem Boss. Weil der kann euch, das habt ihr bei Slev gesehen, ganz gut, der kann euch einfach mal in den Abgrund werfen, beziehungsweise schieben. Da könnt ihr nichts machen. Der schiebt euch einfach. Das ist etwas unfair, kann man mal sagen. So. Der große Magier ist jetzt nicht mehr da. Jetzt ist die Frage, welcher von denen war jetzt noch da und welcher nicht mehr? Sind nur noch die kleinen Zwerge da? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, nur noch die Zwerge sind da. Sehr schön. Aber habe ich mich jetzt verguckt? Wo kommt denn der jetzt her? Sind wir jetzt invadiert worden und ich habe es nicht mitgekriegt? So, wir gucken einfach mal, was der Kerl da. Das ist ein MP, das ist kein NPC. So, okay. Der kann ja eigentlich auch mal warten. Scheiße, Mann. Das war doof. Ich war voll gestaggert, ey, und dann konnte ich wohl noch nichts machen. Wir brauchen mehr Anpassung. Das ist, nützt nichts. Und das ist. War das ein NPC? Nee, das war kein NPC. Das dürfte eigentlich. Wir werden es gleich sehen. Das dürfte aber kein NPC gewesen sein. Aber ich habe auch nichts gesehen. Der stand dann einfach da.
Also kann es theoretisch doch ein NPC gewesen sein. Aber selbst da kommt ja immer dann noch eine Meldung. So, jetzt haben wir direkt wieder eine... Jetzt haben wir wieder eine normale Wand. Jetzt haben wir unsere Seen verloren. Das ist sehr wunderschön. Ne? So, wir werden es gleich sehen, ob der Kollege da gleich nochmal kommt. Was sind das für Geräusche hier? Ey, kriegst du eine Macke. So, ich hab's scheinbar irgendwie vergessen. Ich muss mir das Video mal angucken. Ihr habt sie dann eventuell mitgekriegt, wenn ihr aufgepasst habt. Ich hab's irgendwie nicht. Das ist sehr verwirrend gerade. So, wir gucken mal, ob die Wand grau ist. Nee. Also wir kriegen jetzt in nächster Zeit keinen Besuch. Ah, okay. Ein Eindringling hat den Glockenturm betreten. Wir machen uns jetzt mal in die Welt des anderen und ja, wir invadieren mal, ne? Wir nehmen jetzt mal hier die Invasionsstelle ein und machen den Kollegen hoffentlich fertig. Mal sehen. Ich werde auch wahrscheinlich ein bisschen freundlicher sein und ein bisschen abwarten. Wenn auch er das tut, ja. Das ist immer so... die Bedingungen, ne? Okay. Ja, Invasion fehlgeschlagen. Naja gut, dann ist es halt fehlgeschlagen. Wenn der keinen Bock hat. Steinsluch gerade hat den Gebietsboss herausgefordert, ne? Oder wenn er tot ist, dann komme ich ja auch mit rein. Wenn der währenddessen direkt stirbt. So. Ja, das war nicht so schön. Warum haben wir denn... Warte mal, komm mal her. Ich brauche erstmal mehr Ausdauer gerade. Bevor wir da uns an den kleinen Zwerg... Die sind nämlich echt nicht ohne. Die sehen unscheinbar aus, aber... die haben es faustdick hinter den Ohren. Das habt ihr ja wahrscheinlich schon selbst mitgekriegt. So. Ich habe nämlich, das ist ja so. Pass auf, oder? Belastung, ne? 83%, weil wir nicht mehr menschlich sind, ne? Da geht die Belastung flöten. Das kann's doch irgendwo ja nicht sein, ey. Das, war das schon immer so? Oder ist das mittlerweile ein Bug irgendwie oder so? Weil ich hab, weiß ich nicht, ich habe da nie wirklich drauf geachtet oder ich war nie wirklich so nah an 70%, aber das, weiß ich nicht. Wenn ich umso Mensch oder umso untoter bin, umso weniger kann ich tragen. Mittlerweile. Oder mir ist es vorher nie aufgefallen, das kann auch sein. So, ist da was? Nein. Okay, jetzt haben wir das gleiche Problem an der ganzen Geschichte hier, beziehungsweise nicht da runterfallen. So, wir schauen uns einfach mal, da ist eine Kristallechse. Wir dürfen uns jetzt nicht so gerade großartig hier bewegen. So, wir gehen jetzt da runter, zack. So, das war total doof von mir schon wieder. So, okay, jetzt trinkt man was. Das war ein super... Okay, ich dachte schon. Bin voll klug. So. Haben wir sie kaputt gemacht. Mit einem kleinen Trick, den ich gerade nicht anwenden konnte. So. Und wir machen dich jetzt nass. Aber der hat ja nach dem Backstab-Bogen noch viel Energie. So, jetzt aber. Zack. Okay. So, das Item. Große Sehne eines namenlosen Soldaten. Und wir gehen schnurstracks weiter. So, und... hoppala. Das war knapp. Das war sehr knapp. Gut. Ah, jetzt komme ich hier wieder... in der Invasion. Okay, oder vielleicht diesmal wirklich. Scheiße, da ist noch einer. So, gehen wir jetzt hier durch. Kriegt er das Feuer ab? Ja, kriegt er. So, da ist auch er tot. Und da musste ich niesen. Mal gucken, ob ich es nicht vergesse rauszuschneiden. Ah Gott, und nochmal. So, alles klar. Invasion ist fehlgeschlagen, der Kerl ist mal wieder tot. Wir legen jetzt den Ring mal ab. Sonst wird das hier nichts. Sonst werden wir da dauernd unterbrochen.
Gut, wir nehmen einfach mal, das bringt nichts im Grunde, Balance könnten wir erhöhen. Aufnahme zusätzlicher Zauber, das bringt jetzt auch nicht so viel, begrenzt TP als Hülle. Den habe ich noch nie so richtig ausgetestet hier, den da. Gegenangriff bei erlittenen Schaden. Absorbiert TP von jedem besiegten Gegner, bringt jetzt das auch nicht viel. Wir nehmen einfach mal den hier, liebe Freunde. Und ja, in der nächsten Folge werden wir den Boss hier in die Mangel nehmen. Ich verrate noch nicht an dieser Stelle, welcher Boss das ist, aber wenn ihr es kennt, dann wisst ihr sowieso, wer kommt. Oh, jetzt bin ich gegen den R2-Trigger gekommen. Und das werden wir in der nächsten Folge machen, liebe Freunde. Den Endboss dieses Gebietes hier. Ich bin gespannt, ob wir Glück oder Pech haben. Das entscheidet über Sieg oder Tod bei diesem Boss, so ein bisschen zumindest. Und all das nächste Woche vor allem morgen natürlich, 16 Uhr bei Let's Play Dark Souls 2. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Das supportet mich und freut mich sehr, wenn ihr das machen würdet. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bis morgen, macht's gut.